Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, wie er es gesehen hat, vor kurzem kam ein, wie ich finde, recht interessantes Video vom Martin vom Kanal Gewaltig Nachhaltig raus. Ja, der eine oder andere, der meinen Kanal verfolgt, weiß, ich betreibe selber eine Wärmepumpe, habe die auch selber installiert. Und ja, ich komme aus der Messtechnik und dementsprechend habe ich da so ein paar Messgeräte auch installiert. Das heißt, ich habe einen Wärmemengenzähler an der Maschine hängen und natürlich auch einen Stromzähler, um die, ja, die reale Arbeitszahl einfach zu ermitteln. Ja, das finde ich einfach auch wichtig, um das Ganze auch zu teilen, wo man auch eine Wärmepumpe optimieren kann. Ich habe da immer wieder mal ein paar Beiträge auf meinem Kanal. Wen es interessiert, gerne Kanal abonnieren und Daumen hoch. Da kommen immer wieder mal so Sachen, wie man seine Wärmepumpe richtig einstellen kann, dass sie effizienter läuft. So, und jetzt kommt ein Video zu dem ganzen Thema. Ich, wie gesagt, ich habe mit Martin schon einen E-Mail-Kontakt mehr gehabt. Und ja, das ist so gar nicht das, was ich so irgendwie erwartet hätte. Ja, ich habe gehofft, dass das irgendwie, sage ich mal, anders einfach kommt. Ja. Und das würde ich heute im Video ganz gerne mal ansprechen, weil mein E-Mail-Postfach seitdem regelrecht explodiert. Sag jetzt ganz ehrlich, so war das nicht geplant. Ja, ich habe einfach gehofft, dass ich, dass das Video vom Martin da das eine oder andere, ja, vielleicht von seiner Anlage jetzt nicht so optimal eingestellt ist, auch mal öffentlich mal darlegt, dass andere eben nicht die gleichen Fehler machen, die er jetzt gemacht hat. Und das kam im Video, finde ich, so mal überhaupt nicht drüber. Deswegen werde ich das heute im Video mal etwas erklären, wo so die Probleme sind, warum vielleicht Martin seine Anlage nicht ganz so effizient läuft, wie zum Beispiel meine oder viele andere Anlagen auch, die immer natürlich beschimpft werden als die Bastleranlagen schlechthin. Ich meine, es ist auch verständlich, wenn man selber irgendwo 30, 40, teilweise 50.000 Euro für eine Wärmepumpe ausgibt und hat dann vielleicht sogar einen Wärmemengenzähler installieren lassen und hat dann Arbeitszahlen, die nicht mehr annähernd das erreichen, die dann irgendwo, ich sage es mal ganz böse gesagt, irgendwelche Bastler irgendwo im Keller erreichen, beziehungsweise irgendwelche noch größeren Bastler, die irgendwas umbauen. Ja. Bastler ist ein böses Wort, finde ich. Jeder hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ja. Zum Beispiel geht ein schöner Gruß raus an den Nörmann. Ja. Ich werde den Kanal auch unten verlinken. Er zeigt halt schön, dass man halt mit sehr wenig Geld auch sehr gute Arbeitszahlen erreichen kann. Ja. Und man muss immer Preis-Leistung rechnen, was die Anlage irgendwo in der Anschaffung gekostet hat. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, was da andere irgendwo auch mit erreichen mit solchen Anlagen. Ja. Wie gesagt, heute geht es im Video mal ums Thema Effizienz. Ja, das ist ein bisschen trockenes Thema. Ich versuche es jetzt mal einigermaßen zusammenzufassen, schnell abzuarbeiten und wo irgendwo die Probleme sind. Da würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich mal an. Ja, ich habe beim Martin im Video unten einiges kommentiert. Ich weiß nicht, ob die Kommentare noch sichtbar sind. Ich habe bei mir jetzt den ursprünglichen Kommentar mal hier. Ja, und das gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt mal durch. Ich habe gesagt, okay, bei Minute 6,33 weniger Arbeit für den Heizungsbauer und Kunde zahlt sowieso die Effizienz einbußen. Ja, da ging es ums Thema Pufferspeicher, das ewige, leidige Thema. Ja, braucht man Pufferspeicher, braucht man keinen Pufferspeicher? Dazu gehe ich heute im Video auch dazu ein. Ja, warum zahlt der Kunde die Effizienzeinbußen? Ja, was ich also in den Raum immer werfe, ja, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme einen Installateur, der gewillt ist, eine Anlage einzubauen, vernünftig. Ja. Wobei das Thema vernünftig geht schon dabei los, dass man die Heizlast richtig ermittelt und damit es nicht nach DIN, sondern vielleicht auch mal den Kunden nachfragt, ja, wie sein Verhalten ist, ja, wann er zur Arbeit geht und so weiter. Das ist alles natürlich sehr zeitaufwendig, das ist mir schon klar, ja. Wobei man halt für das Geld, was so eine Wärmepumpe auch kostet, ja, erwarte ich schon eine gewisse Nachfrage beim Kunden. Ja. Und ja, wenn es nicht funktioniert, die Anlage, ja, was kann im Heizungsbauer im Schlimmsten passieren oder im Installateur, ja, dann läuft die Anlage nicht ganz so effizient. Ich meine, die meisten sitzen nicht den ganzen Tag vor der Heizung, die kriegen das dann sowieso nicht mit. Also die Effizienzeinbußen, die man im Endeffekt hat, die zahlt ja dann im Endeffekt auch der Kunde. Ja, das ist so das, was ich immer sage. Und dazu, wie gesagt, stehe ich auch. Meine Aussagen, die ich tätige, dazu stehe ich auch. Bei der Fußbodenheizung reicht die Energie locker für die Abtauung. Sogar mit Heizkörpern geht das oft problemlos. Ja, das habe ich so. Ja, das haben viele andere von mir auch. Bekannte von mir, die betreiben das seit Jahren problemlos. Gerade Panasonic ist da weit verbreitet, die das so betreiben. Das heißt, die haben die Anlagen direkt auf dem Heizkreis hängen, teilweise nicht mal Fußbodenheizung. Ich habe auch keine Fußbodenheizung. Ich habe so einen Worst Case, das heißt, ich habe relativ neue Heizkörper mit vergleichsweise wenig Wasserinhalt. Das funktioniert im Altbau besser, mit großen alten Heizkörpern.
Aber ich habe jetzt so den Worst Case. Ich habe kleine Heizkörper mit wenig Wasser drin. Dementsprechend habe ich relativ wenig Wasser im Umlauf. Ja? Und das ist so das Schlechteste, was man eigentlich machen kann. Und sogar da funktioniert das problemlos. Es gibt ein paar Punkte, auf die man aufpassen muss. Man braucht einen gewissen Mindestvolumenstrom, der immer sichergestellt werden muss. Ja, das muss man halt dann, wenn man es selber nicht machen kann. Ja, wie gesagt, diese Anlagentypen, so ein Direktkreis kann auch ein Heizungsbauer verbauen. Ja, das muss nicht immer als Bastler machen. Auch ein Heizungsbauer kann mal vorher im Vorfeld mal testen oder errechnen, wie viel durch die Heizkörper so durchgeht, ja, an Volumenstrom. Wenn es dann nicht reicht, kann man immer noch einen Pufferspeicher dazuhängen, einen Reihenspeicher zum Beispiel, ja, mit Überströmventil. Dann reicht es im Normalbetrieb, sage ich mal, aus, dass die Heizkörper ordentlich versorgt werden. Und im Fall der Abtauung wird dann der Pufferspeicher, der Reihenspeicher aktiv. Und ja, dann hat man im Prinzip auch fast keine Effizienzeinbußen mit so einem Reihenspeicher. Es muss nicht immer ein Parallelspeicher sein, an der Stelle mal. Ja? Wie gesagt, bei mir läuft das jetzt seit letztem Winter problemlos. Ich habe auch gute Jahresarbeitszahlen, kein Problem mit der Abtauung. Das funktioniert. Ich habe es jetzt nochmal umgebaut, dass ich sogar das Überströmventil, das drin war, komplett ausbauen kann. Wenn man ein Überströmventil verbaut, sollte man auch einen reinen Pufferspeicher verbauen, weil man sonst eventuell Probleme bekommt mit der Abtauenergie. Ja, also nur ein reines Überströmventil, das ist arg grenzwertig, außer man hat hohe Temperaturen. Also wenn man zum Beispiel höhere Temperaturen hat bei Heizkörpern, also man hat alte Heizkörper, die viel Wasser drin haben, aber relativ dünn angebunden sind, dann kann man das mal riskieren, dass man ein Überströmventil allein verbaut, ohne einen Reihenspeicher. Das kann auch funktionieren. Wie gesagt, muss man aber dann testen und da muss der Heizungsbauer natürlich auch bereit dazu sein, vielleicht 2-3 Mal öfter auf die Baustelle zu fahren. Und der Kunde muss natürlich auch bereit dazu sein, ja, dass er sagt, okay, gut, wenn der Heizungsbauer jetzt wieder vor der Tür steht und das nervt einen, ja, dann muss man halt ein komplettes System einbauen lassen, das ja, out of the box, sage ich mal, funktioniert, vielleicht nicht ganz so effizient, da muss man eben Einbußen machen, das ist schon klar. So, bei 59 habe ich angemeckert, interessant wäre gewesen, wie hoch der Experte diesen Effizienzverlust durch Mischungsverluste, Abstrahlung und zusätzliche Pumpen einschätzt. Einzelrahmenregelung kann man auch anders lösen. Ja? Geht es wieder ums Thema Pufferspeicher, Mischungsverluste, da habe ich eine kleine Berechnung vorbereitet, das mache ich jetzt dann im Anschluss gleich. Das gehen wir dann miteinander durch, wie viel das eigentlich ausmachen kann, beziehungsweise wie viel das in der Praxis so ganz grob ausmachen könnte. Bezogen jetzt zum Beispiel auf meine Anlage, weil da weiß ich halt die Daten. Ja? Deswegen kann ich die ganz einfach verwenden. Ich finde, es wäre schon wichtig gewesen, wenn man einen Experten einlädt und gewisse Kompetenz ins Video bringen will, das was ja im größeren Kanal durchaus so ein Punkt ist, wie ich finde, ja, dann wäre es schon ganz gut, wenn man sagt, okay, wir sprechen hier von so und so viel Prozent an Effizienz, vielleicht auch mal die ein oder andere Formel mal so ganz mal ans Video mit anhängt. Ja, da man sagt, die Leute, die sich da informieren wollen, können auch mal nachrechnen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Ja, das ist natürlich für die breite Masse ist es immer einfacher, wenn man keine Zahlen irgendwo mit einstellt, dann schaut sich das Video natürlich erstmal besser an. Das will ich jetzt gar nicht anders sagen, das kenne ich auch von meinen Videos. Je mehr ich irgendwo ins Detail gehe, desto weniger interessant wird es für die breite Masse. Und das ist immer so eine Gratwanderung, die ich habe. Ja, gehe ich jetzt zu sehr ins Detail, dann ist es auch nicht so wirklich der Sinn. Ja. Minute 12:40, guter Punkt. Fachkräftemangel und die Unlust mancher Heizungsbauer ist in der Tat ein Hauptproblem. Ja, das stelle ich jetzt einfach nicht so in den Raum, sondern das habe ich in der Praxis halt auch schon erlebt. Ja. Nicht jeder Heizungsbauer hat halt auch Bock drauf auf eine Wärmepumpe. Das ist halt so. Das ist nicht jeder Elektroniker hat Bock, selbst Platinen zu erstellen. Ja, manche nehmen auch die Idee her und lassen irgendwas bauen. Ja, es ist nicht jede Fachkraft hat Lust auf ihren Job. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal blöd an. Und wenn man halt, ich kann das auch nachvollziehen, wenn ich jetzt 20 oder 30 Jahre lang irgendwo Öl- und Gaskessel verbaut habe, mich in der Materie perfekt auskennen, dann ist es erstmal ein großer Sprung über den eigenen Schatten, dass man sagt, ich versuche auch mal andere Energieträger. Und da ist halt das ganz schnell beim Menschen allgemein, dass man gewisse neue Sachen verteufelt, obwohl sie gar nicht so schlecht sind. Es ist ein Problem, ja, manche Firmen oder viele Firmen tun auch aktiv was dagegen, ja, Ausbildungen verbessern,
irgendwelche Angebote machen für Heizungsbauer und so weiter, Schulungen. Das muss jetzt erstmal anlaufen, das dauert einfach. Und das ist mit Sicherheit auch ein Problem. Also das wollen die Hersteller, glaube ich, selber nicht, dass gewisse Heizungsbauer das einfach verteufeln. Ja? Eine Wärmepumpe funktioniert. Ja? Also grundsätzlich, eine Wärmepumpe funktioniert sehr gut. Es gibt meines Erachtens gerade in der Verbindung mit PV keine günstigere Art zu heizen. Ich glaube, da sind wir uns noch einig, selbst bei Martin, wo es nicht so gut läuft, ist es trotzdem noch sehr günstig. Ja? Und das will ich an der Stelle auch mal festhalten. Wärmepumpen sind trotzdem immer noch eine sehr gute oder die beste Alternative vom Heizsystem, die man irgendwo haben kann. Ja? So, ja, das nächste ist einfach so, ja, so ein Punkt, der mich auch persönlich ein bisschen stört. Ja, brauche ich Stickstoff im Ausdehnungsgefäß? Um das ging es da. Ja, nein, ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Grundsätzlich natürlich, Stickstoff ist kein Sauerstoff drin, da kann das Ausdehnungsgefäß innen auch nicht korrodieren, das ist schon klar. Andererseits muss man halt auch sagen, wenn das Ausdehnungsgefäß dicht ist, erstmal also relativ neuwertig ist, wenn da ein bisschen Luft mit drin ist, das verbraucht sich am Stahl innen drin. Das heißt, es fängt natürlich auch zu rosten an erstmal. Dann ist der Sauerstoff verbraucht und dann hat man auch erstmal Gase drin, die inert wirken, also da kann erstmal nichts passieren. Und wenn da kein Sauerstoff dann mehr drin ist, rostet auch nichts weiter. Wenn das Mack irgendwann undicht wird, beziehungsweise die Membran da drin, also eine Gummimembran drin, sagt, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst dauert das Video eine Stunde, wird es durchlässig, der Sauerstoff könnte ins System kommen, ja klar, das kann passieren. Und da kommt es dann auf den Heizungsbauer drauf an, wenn der das Teil richtig verbaut hat und es im Rücklauf hängt, und im Vorlauf ist normalerweise bei der Wärmepumpe sowieso ein Luftabscheider drin oder auch Mikroblasenabscheider. Und sollte sich mal eine kleine Luftblase vom Mack raus verirren, dann wird die ja sofort wieder aus dem System ausgetragen. Also die wird nicht viel Schaden verursachen. Ob man jetzt da Stickstoff braucht oder nicht, ja, meine persönliche Meinung ist, man braucht es nicht. Aber okay, gut. So. Minute 30 und 8 Sekunden kann ich nur von abraten. Ja, da ging es um den Batteriespeicher, ja, und um den Pufferspeicher. Ja. Baut bitte keinen größeren Pufferspeicher ein, um darin Energie zu speichern. Denn die gespeicherte Menge ist nur extrem gering, die Beladeleistung ebenso und die Wärmepumpe läuft mit höherer Belastung bei geringerer Effizienz. Das, wie gesagt, ist so der größte Punkt, den ich immer anzweifle oder anmeckere. Ja, und das gehen wir jetzt mal in einer kleinen Beispielrechnung durch. Erstmal geht es ums Thema, was kann ich im Pufferspeicher drin speichern? Das ist immer wieder ein Riesenthema. Ja. Vielen Kunden wird ein Pufferspeicher verkauft, um PV-Überschuss drin zu speichern. Ja, kann man jetzt im Pufferspeicher PV-Überschuss speichern? Ja, grundsätzlich natürlich kann man in einem Pufferspeicher gewisse Wärmemenge speichern. Ist die Wärmemenge wichtig oder ist die größenordnungsmäßig wichtig? Ja, nein, ist nicht. Da bräuchte ich dann einen sehr, sehr, sehr großen Pufferspeicher und ein großer Pufferspeicher hat eben auch mehr Abstrahlverluste. Es ist halt so, das ist Physik, das kann jeder nachschauen. Ich blende mal hier die Formel ein, die da zuständig ist für das Ganze. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Ich meine, ich habe nicht studiert, ich bin kein Physikprofessor, sonst was. Ich habe mir das Thema mal einfach angenommen. Da muss man halt einfach mal rechnen, wie das Ganze funktioniert und es ist auch nicht so schwer. Ein Pufferspeicher hat, um jetzt die Formel mal anzuwenden, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Liter Pufferwasser nehme, das ist so ein kleiner Parallelspeicher, eigentlich eher eine hydraulische Entkopplung, aber das sind so die kleinen Parallelspeicher, die häufig verbaut werden, mit 100 Liter, vielleicht mal 200 Liter, aber meistens so 100 Liter rum, recht kleine Pufferspeicher. Dann hat so ein Pufferspeicher mit 10 Grad oder 10 Kelvin Temperaturdifferenz, die ich aktiv nutzen kann, habe ich effektiv 1,16 Kilowattstunden Wärme, die ich da drin speichern kann. Ja? Jetzt muss man aber fairerweise sagen, jedes Kelvin, das die Wärmepumpe höher erzeugen muss, ja, da hat der Yogi auch einen schönen Kommentar dazu beim Martin irgendwo gepostet, was ich echt gut finde. Danke, Yogi, an der Stelle. Jedes Kelvin, das die Wärmepumpe höher erzeugen muss, also wenn ich jetzt zum Beispiel real 30 Grad Vorlauf bräuchte und die Wärmepumpe macht 31 Grad Vorlauf, ja, nur ein einziges Kelvin mehr.
dann habe ich 2,7% mehr Stromverbrauch. Das ist bei einer Wärmepumpe einfach so, weil eine Wärmepumpe eben die Quelle anhebt. Ja, die Quelle ist draußen, es ist die Luft, die umgebende Luft bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und im Heizkreis die Temperatur, das ist quasi die Zieltemperatur oder der zweite Punkt. Und diese zwei Punkte, das ist, ja, je höher die Differenz ist zwischen den zwei Punkten, desto mehr muss die Wärmepumpe arbeiten und desto geringer wird natürlich die Effizienz. Und da macht ein Kelvin ca. 2,7% aus, so ganz grob. Das heißt, theoretisch 10 Kelvin mehr in so einem Pufferspeicher habe ich halt dann 27% höheren Stromverbrauch. Tja, ob das jetzt diese 1,16 Kilowattstunden rechtfertigt? Nein, eigentlich nicht. Vor allem muss man auch dazu sagen, dass wenn man eine Fußbodenheizung hat, das sowieso keinen Sinn ergibt, weil eine Fußbodenheizung wärmekapazitätsmäßig, also rein von der Energie, die in der Fußbodenheizung im Material gespeichert werden kann, sowieso um Welten höher ist. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt da die Temperatur um 1 Kelvin anhebe, kann ich weitaus mehr Energie speichern als zum Beispiel in einem Pufferspeicher. Ja? Dementsprechend ist das schon mal kein Grund, einen Pufferspeicher einzubauen, weil ich in einem kleinen Pufferspeicher keine nennenswerten PV-Überschüsse drin speichern kann. Warum verbaut man dann trotzdem Pufferspeicher? Ja, es gibt halt im Bestand, gibt es halt je nach Bestand, wie das halt ausschaut, bekommt man halt nicht immer den Volumenstrom zusammen. Wärmepumpen brauchen einen relativ hohen Volumenstrom für die Abtauung hauptsächlich und der Volumenstrom muss irgendwie bereitgestellt werden. Ja, und gleichzeitig mit dem Volumenstrom brauche ich eben auch eine gewisse Abtauenergie. Ja, das ist einfach die Energie, muss man sich vorstellen, die Wärmepumpe benötigt, um das Eis, das sich draußen bildet, wieder zu schmelzen. Das ist eine gewisse Wärmemenge. Ja, und die Wärmemenge kommt halt erstmal aus dem Heizkreis. Und ja, jetzt wenn ich natürlich so wie bei mir recht kleine Heizkörper habe, also schnell reagierende Heizkörper, ja, dann muss ich halt erstmal gucken, wo ich die Energie herbekomme. Ja, wie gesagt, bei mir ist so Worst Case und auch da reicht es. Ja. Das heißt, wenn jemand alte Heizkörper hat, große Heizkörper, wie man es früher gehabt hat, mit großen Rohrquerschnitten, ist es häufig für eine Wärmepumpe weniger ein Problem als zum Beispiel moderne Heizkörper, die ja, relativ wenig Wasser drin haben. Dann brauche ich aber, wenn ich jetzt zum Beispiel den Volumenstrom nicht bereitstellen kann, brauche ich eine Art von einem Pufferspeicher. In erster Linie versucht man einen, also technisch, ich sage es nur aus der technischen Sicht, aus der Sicht Effizienz, versucht man erstmal einen Reihenspeicher zu verbauen. Ja, gibt es genug Hersteller, die das machen, also so einen kleinen 50 Liter Reihenspeicher, 100 Liter Reihenspeicher, irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, im Normalbetrieb läuft das komplette Wasser, das die Wärmepumpe bereitstellt, ja, erstmal durch die ganzen Heizkörper durch und am Ende nochmal durch diesen Reihenspeicher. Ja, da ist natürlich auch eine gewisse Wassermenge drin und dieser Reihenspeicher erhöht das Wasservolumen künstlich um einen gewissen Wert. Wenn der Volumenstrom jetzt nicht durch den Heizkreis geht, verbauen wir ein sogenanntes Überströmventil. Und dieses Überströmventil ist im normalen Heizbetrieb erstmal zu, so muss man das auch einstellen, das muss der Heizungsbauer auch wissen. Ja. Und nur beim Abtauvorgang wird das Überströmventil durch die Druckerhöhung geöffnet. Und dann zirkuliert ein Teilvolumenstrom durch den Heizkörper oder durch die Heizkörper, durch den Heizkreis. Und ein zweiter Volumenstrom teilt sich auf und geht durch diesen Pufferspeicher durch. Damit kann man diesen gesamten Volumenstrom sicherstellen und damit auch die Abtauenergie sicherstellen. Das ist jetzt so die, ich sage es mal, sichere Variante. Im Neubau funktioniert das quasi immer und auch im Bestand mit Fußbodenheizung funktioniert es auch sehr, sehr häufig. Ja, also das ist eigentlich kein Problem. Wenn die Fußbodenheizung zum Beispiel sehr lange Rohrwege hat, ja, das gibt es halt in älteren Häusern manchmal, da hat man teilweise 120 Meter Rohrlänge verbaut und so weiter, dann funktioniert das im Direktkreis teilweise halt einfach nicht. Dann braucht man einen kleinen Reihenspeicher mit Überströmventil. Wann braucht man jetzt einen Parallelpuffer? Ja, also rein technisch gesehen fast nie. Also muss man halt wirklich an der Stelle mal sagen. Große Pufferspeicher, die parallel eingebunden sind, werden halt häufig verbaut, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Heizkreise habe mit verschiedenen Temperaturen. Ja, dann geht die Wärmepumpe erstmal auf diesen Pufferspeicher drauf
Und dann nimmt man den Pufferspeicher als zentrales Element her, muss man sich vorstellen. Ja? Und jeder Heizkreis holt sich dann vom Pufferspeicher einfach das Wasser ab und das kann jeder leicht verstehen. Jeder Heizungsbauer versteht das, wie das funktioniert. Es ist aber eigentlich nicht ganz so technisch gut. Ja? Was auch funktioniert und was viele auch betreiben, dass ich zum Beispiel alle Heizkörper entdrossle und zum Beispiel permanent durchlaufen lasse mit einer höheren Temperatur und die Fußbodenheizung, die mit dranhängt, parallel quasi draufhänge. Ja, dass ich halt, mal ganz dumm gesagt, die Heizkörper als kleinen Pufferspeicher verwende. Auch das funktioniert. Ja, also das kann man auch machen. Muss man, wie gesagt, im Einzelfall abklären, berechnen und da braucht man eben auch einen Heizungsbauer oder einen Installateur, der darauf Lust hat. Das ist so eher das Hauptproblem. Technisch machbar ist meine, wie sage ich immer so schön, oder wie es heißt immer so schön, diese Bastellösung, die ich habe, die ja nicht möglich ist bei anderen, die ist auch bei allen anderen möglich. Das hat mit dem nichts zu tun. Also ein Reihenspeicher geht auch bei anderen und theoretisch geht es auch ohne Puffer, komplett ohne Pufferspeicher, ist auch kein Problem. Ich verlinke mal unten einen Kanal, einen englischsprachigen Kanal, den ich sehr interessant finde. Da wird nämlich die gleiche Kiste, die zum Beispiel bei Martin verbaut wird, oder verbaut ist, wird da auch im Direktkreis verbaut, ohne Einzelraumregelung und ohne Pufferspeicher. So viel zum Thema, das funktioniert nicht. Also das geht natürlich. Natürlich kann man das auch so verbauen und natürlich hat dann auch solch eine Anlage eine wesentlich höhere Effizienz. Das muss man halt auch wissen. Ja. Was macht jetzt bei Martin? Die ganze Anlage ist ineffizient. Ja, Martin hat eine Wärmepumpe, die auf den Pufferspeicher geht. Dann geht vom Pufferspeicher eine zweite Pumpe auf einen Plattenwärmetauscher und vom Plattenwärmetauscher geht es mit einer dritten Pumpe auf den Heizkreis. Ja, warum ist es jetzt so schlecht? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, um das Ganze etwas verständlicher zu machen, nehme ich für diese Berechnung jetzt meine Anlage her. Warum nehme ich meine Anlage her? Ich habe sie selber installiert. Ich weiß, was die Anlage bereit ist zu leisten. Ich habe alles gemessen und vor allem läuft sie gut. Ja, sie läuft gut und mit diesen Änderungen läuft sie erstmal schlechter. Und das zeige ich euch jetzt, wie viel das ausmacht. Die Anlage, die ich verwende bei uns zu Hause, hat jetzt im letzten Winter 2500 Kilowattstunden Strom verbraucht, ja, und hat damit 12.000 Kilowattstunden Wärme erzeugt. Das macht eine Jahresarbeitszahl von 4,8, ganz grob. 4,79 und ein paar zerquetschte wegen den Abtauungen. Aber jetzt sagen wir mal 4,8, ja, runden wir es mal auf eine Nachkommastelle, das ist genau genug. Dann haben wir, ja, wenn man zum Beispiel einen Pufferspeicher verbauen würde, einen Parallelpufferspeicher, hat man in dem Pufferspeicher Mischungsverluste. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht dazu, ja, ich verlinke das auch nochmal ganz kurz. Ganz grob geht es um das Thema, durch diesen hohen Volumenstrom, den die Wärmepumpe bereitstellt, geht ein Teil von dem Wasser, das in den Pufferspeicher geht, auch unten gleich wieder raus. Dann hat man einen hydraulischen Kurzschluss und dann hat man im Pufferspeicher eine gewisse Vermischung. Ja, es sind teilweise ja, Platten drin, ja, aber dann müsste der Volumenstrom 1:1 exakt gleich sein, ja, damit ich keine Vermischung habe. Das heißt, wenn der Volumenstrom in den Pufferspeicher exakt genauso groß ist, wie der Volumenstrom, der rausgeht aus dem Pufferspeicher in den Heizkreis, dann habe ich keine Vermischung. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich immer Mischungsverluste. Und damit meine ich nicht die Wärme, die der Pufferspeicher abstrahlt in den Raum, sondern damit meine ich eine Temperaturerhöhung bzw. eine Temperaturverringerung durch Mischung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Grad oder 35 Grad erzeuge und es geht in den Pufferspeicher rein, dann komme ich nicht mehr mit 35 Grad aus dem Pufferspeicher raus, sondern vielleicht nur noch mit 33 Grad. Und 2 Kelvin, also 2 Grad Absenkung, gelten auch für den Rücklauf. Das heißt, es kann sein, dass ich im Vorlauf 1 Kelvin habe und im Rücklauf 1 Kelvin, sind auch 2 Kelvin. Und beides mindert die Effizienz um 2,7%. So, jetzt bin ich mal davon ausgegangen, wir haben einen Pufferspeicher drin oder wir bauen einen Pufferspeicher nach. Der macht mir die ganze Sache um 2 Kelvin schlechter. Ja, und dann geht es vom Pufferspeicher auf einen Plattenwärmetauscher, wie bei Martin. Ja, dann habe ich nochmal 2 Kelvin, die ich da irgendwo verliere. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt in dem Beispiel jetzt 4 Kelvin. Ja, und 4 Kelvin mal die 2,7% wären schon mal 10,8% mehr Stromverbrauch.
Das heißt in dem Fall jetzt 270 Kilowattstunden oben drauf zu den 2500. Jo, dann brauche ich natürlich noch eine Pumpe, um das Ganze ja irgendwie vom Pufferspeicher wieder rauszubekommen zum Plattenwärmetauscher. Da bin ich jetzt mal von 10 Watt ausgegangen. Es kann natürlich auch 5 Watt sein, es kann auch 15 Watt oder 20 Watt sein. Theoretisch muss die Pumpe nicht viel leisten. Ja. In der Praxis ist halt die Frage, was wird für eine Pumpe verbaut, wird da vielleicht auch gespart, wie auch immer. Ich bin jetzt mal von 10 Watt ausgegangen. Das sind in der Heizperiode, wo die ganze Anlage läuft, von Oktober bis April, sind es 50 Kilowattstunden on top. Dann habe ich natürlich trotzdem noch am Plattenwärmetauscher eine dritte Pumpe. Die brauche ich einfach wegen Systemtrennung jetzt in dem Fall. Und ja, und die dritte Pumpe geht durch die Fußbodenheizung durch. Ja, und die Fußbodenheizung ist jetzt eine ältere Fußbodenheizung. Das heißt, lange Schlangen, ich brauche mehr Antriebsenergie, sonst kriege ich einfach nichts durch. Also habe ich jetzt mal 20 Watt gerechnet. Ja. 20 Watt für die zweite Pumpe macht in der Heizsaison nochmal 100 Kilowattstunden on top. So, was haben wir dann noch an Verlusten? Wir haben noch, ich habe jetzt mal 50 Watt Abstrahlungsverluste genommen, pauschal. Ja, wie gesagt, wenn ich keinen Pufferspeicher habe, brauche ich auch keine Rohre. Und wenn ich jetzt nur mal 10 Meter Rohr nehme mit Temperatur 35 Grad und 30 mm Isolierung drumherum, da bin ich so im Bereich bei 40 Watt. Ja, also mit den 50 Watt, die ich jetzt hier rechne, ist es schon sehr zurückhaltend. Es wird in der Praxis mehr sein. Ich gehe jetzt trotzdem mal von 50 Watt aus. Das heißt, wir haben nochmal bei einer Arbeitszahl von 4, 63 Kilowattstunden Strom, die ich mehr verbrauche. Was heißt es jetzt in der Summe? Das heißt, in der Summe bräuchte die Wärmepumpe in meinem Fall jetzt anstatt 2500 Kilowattstunden 2983 Kilowattstunden. Und damit würde die Arbeitszahl von 4,8 auf 4,0 sinken. Ja, und das ist dann schon heftig, wie ich finde. Also das ist schon eine ja, immense Verringerung von der Jahresarbeitszahl. Wie gesagt, trotzdem muss man sagen, alles über 3,5 in dem Fall ist natürlich als gut zu betrachten. Es ist natürlich immer noch günstiger als eine Gasheizung, das ist auch klar. Und für die Umwelt sowieso, das ist immer besser. Wie gesagt, meine Anlage läuft gut. Andere Anlagen laufen nicht so gut und da kommt man dann natürlich mit solchen Anlagen auch ganz schnell mal in einen Bereich, wo das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so wirtschaftlich ist oder wird und ja, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, dann sowas irgendwie zu verbauen. Aber wie gesagt, das Problem an der Stelle ist halt immer das Gleiche. Man braucht einen Installateur, der das vielleicht schon mal so gemacht hat, der auch Lust drauf hat, was Neues zu lernen und vielleicht auch von so einem Minimalismus, wie ich den betreibe, vielleicht mal auch ja, begeistert ist. Da man sagt, okay, ich habe nichts drin, keinen Pufferspeicher, keine Pumpengruppen, kein zusätzliches Schnickschnack außenrum. Und trotzdem habe ich eine bessere Arbeitszahl als eine Anlage mit einem kompletten Keller voll Technik. Ja, da braucht man auch einen Heizungsbauer, der da Bock drauf hat. Wenn ihr welche kennt, ja, gerne macht es untereinander aus. Ja, es gibt mit Sicherheit gute Heizungsbauer, das will ich jetzt gar nicht irgendwo schlecht reden. Es gibt, wie in jedem Beruf, gute und schlechte Leute. Das ist halt einfach so. Aber bei welchem Anwendungsfall brauche ich jetzt zum Beispiel noch einen Puffer, ja, wo der zwingend notwendig ist? Ja, ein Pufferspeicher ist zum Beispiel zwingend notwendig, wenn ich eine Holzheizung habe. Ja, wenn ich einen Holzscheitkessel habe oder einen Holzvergaserkessel oder irgendwie sowas, Pelletkessel, dann brauche ich natürlich erstmal einen Pufferspeicher, weil die ganzen Anlagen träge sind und die Energie muss ich irgendwo speichern, weil die Anlagen in der Regel nicht so weit von der Leistung nach unten kommen. Das heißt, ich stelle mir dann irgendwo einen 2000 Liter Pufferspeicher, 1000 Liter, 700 Liter, je nachdem, wie groß die Energiequelle auch ist, von der Leistung her, stelle ich mir dann so einen Pufferspeicher in den Keller. Auch bei Solarthermieanlagen, die noch im Bestand vorhanden sind und die man weiter betreiben will, warum auch immer, ja, das ist immer so eine Sache, muss man halt im Einzelfall abklären, brauche ich erstmal einen Pufferspeicher, ja. Jetzt heißt es aber nicht, dass ich diesen Pufferspeicher ja, mit der Wärmepumpe verheiraten muss. Das heißt, ich kann auch hergehen und kann die Wärmepumpe als primäres ja, Heizsystem im Direktkreis betreiben. Das heißt, so wie es ich jetzt habe, Wärmepumpe direkt auf den Heizkreis und dann läuft es erstmal. Und die Energie vom Pufferspeicher bekomme ich dann zum Beispiel mit einem Plattenwärmetauscher in den Vorlauf mit eingemischt. Ja, das kann man auch machen. Natürlich ist es jetzt erstmal nicht ganz so üblich, das gebe ich auch zu. Man muss da etwas
ja, böses Wort, basteln. Ja. Der Heizungsbauer muss einfach Bock drauf haben, auch mal eine Regelung zu programmieren bzw. das richtig zu integrieren. Es heißt ja Heizungsbauer, es heißt ja nicht, ich kaufe mir ein Gerät und stelle es einfach hin und dann passt es bei jedem Anwendungsfall. Ein Installateur bzw. ein Heizungsbauer kann auch sowas bauen. Ja, das ist jetzt kein Problem. Und die Leute können das technisch auch. Das heißt, die können auch mal eine Regelung programmieren und dann ist das eigentlich auch machbar. Aber wie gesagt, es gibt halt schwarze Schafe und es gibt auch natürlich sehr viele gute Heizungsbauer da draußen. Ja, das ist halt einfach so. Was mir persönlich oft immer vorgeworfen wird, wenn wir gerade beim Thema Bastler sind, dass ich ja der Überbastler bin. Ja, und ich sitze den ganzen Tag einfach nur im Keller bei meiner Heizung und drehe da alles manuell rum und die Zeit hat ja keiner und wahrscheinlich habe ich keine Freunde, keine Familie und gar nichts. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerade aktuell eine Kernsanierung auch durchführe, nebenbei, dass ich auch verheiratet bin, zwei Kinder habe. Und so auch mehr als genug zu tun habe. Also von wegen, ich sitze den ganzen Tag im Keller, ich hätte die Zeit gar nicht. Sorry, ist halt leider so. Wie kann ich die Anlagen trotzdem optimieren? Ja, es gibt halt sowas wie Datenlogging. Ja, das gibt es schon lange. Das unterstützen auch sehr viele neue Heizungen. Das heißt, wenn eine Logging-Funktion integriert ist ab Werk, ja, wo ich Vorlauf, Rücklauf, Leistungen, wann die Maschine an ist und so weiter. Das wird ja alles aufgezeichnet. Das kann ich aufzeichnen. Und meines Erachtens gehört das schon auch zum Installieren einer Heizung dazu, dass der Installateur bzw. ja, vielleicht sogar der Hersteller, je nachdem, wie man das haben will, kostet es auch vielleicht mal was, dass man die ganze Anlage mal einen Winter laufen lässt und nach dem Winter mal die Anlage nochmal inspiziert. Und man schaut, wie viele Starts habe ich, wo kann ich was verbessern, ist die Anlage zu groß, zu klein, kann ich was optimieren, wie auch immer. Ja, sowas gehört auch dazu, das mache ich auch, ich als Bastler. Ja. Und wenn ich das als Bastler machen kann, kann das jeder Hersteller und jeder Installateur natürlich auch machen. Da ist kein Unterschied. Ja, was auch oft ein Problem ist, bei Wärmepumpen habe ich festgestellt, ich schneide es nochmal kurz an, weil es immer wieder kommt, ja, die Heizkörper werden nicht richtig warm, ja, das ist einfach ein Problem. Das ist bei uns genauso, wir haben maximal so 34, 35 Grad Vorlauftemperatur im Normalfall, trotz Heizkörpern. Und 35 Grad Heizkörper, wenn ich den anfasse, dann ist es erstmal kalt, ja, also gefühlt kalt. Die Raumtemperatur ist natürlich trotzdem bei 22 Grad aufwärts, irgendwo die Richtung bei den meisten. Ja, und dann würde ich doch bitte die Leute bitten, erstmal schauen, wie denn so die Raumtemperatur ist, bevor man Installateur wieder anruft. Die Leute haben mehr als genug zu tun, das ist jetzt nicht irgendwie ein Vorwurf oder so, aber das muss einfach nicht sein. Wenn der Raum warm ist und es funktioniert, dann muss man doch keinem auf die Nerven gehen. Das ist wirklich ein häufiges Problem und manche Installateure haben da auch wegen sowas zum Beispiel keine Lust mehr, Wärmepumpen zu installieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es ist halt wirklich so. Kann ich auch nachvollziehen, wenn ich jetzt eine Gastherme einbaue als Installateur und ich höre vom Kunden nie wieder was. Ja, ich baue das ein und fertig aus und dann funktioniert das. Oder ich baue eine Wärmepumpe ein, bei der ich definitiv auch mehr Arbeit habe mit Sockelbetonieren und keine Ahnung alles und bekomme da zig Anrufe vom Kunden, dann kann ich das auch natürlich aus Sicht vom Installateur nachvollziehen, dass das vielleicht auch mal nervig sein kann. Ja, an der Stelle würde ich alle mal ein bisschen bitten, etwas ruhiger zu werden und sich mal ein bisschen mit dem Thema zu befassen, bevor man dann irgendwo, ja, sag ich mal, halb Amok läuft. Ja. Wärmepumpen basieren halt auf normaler Physik. Das ist jetzt kein Weltwunder, keine Raketenwissenschaft. Wärmepumpen gibt es ja lange. Das ist eine ausgereifte Technik, sage ich mal. Und dementsprechend, wie gesagt, keine Raketentechnik. Das funktioniert schon. Und in dem Sinne, wie gesagt, gerne meinen Kanal abonnieren. Ich werde immer wieder mal so Verbesserungen oder Optimierungsmöglichkeiten. Demnächst erkläre ich meine Anlage, ja, wie ich die jetzt nochmal umgebaut habe, warum ich die umgebaut habe. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich mal Zeit dazu finde. Und gerne Daumen hoch, Glocke aktivieren, ist ganz wichtig. Und dann sieht man sich wieder im nächsten Video. Macht es gut. Ciao, ciao.